Ja, hier ist er wieder, euer Burgelkatt. Mit dem Thema, was hat der Burgelkatt in der Garage so stehen? Und jetzt sind die Schweden mal dran. Da habe ich 6 Panzer von und wir haben April 2017. Fangen wir mit dem SDR V74 an. Und da muss ich sagen, bei einigen der Panzern habe ich hier Rudis Resterampe benutzt. Wie ihr seht, das sind keine vollen Besatzung zu 100%, weil diese Fahrzeuge, einen Teil davon habe ich mir wieder gekauft, nicht von Anfang an behalten oder eine Besatzung drauf gelassen, und dieses Fahrzeug gehört dazu. Ja, es ist ein Mediumpanzer der Tierstufe 6. Mittlerer Schadengeschuss sind 150 Schadenspunkte, 148 mm Durchschlag, Feuergeschwindigkeit. Ja, bei mir zurzeit noch im roten Bereich, weil ich keine 100% Crew habe, aber ansonsten, man kann schon einiges raushauen in kurzer Zeit. Er lebt nicht davon, dass er Panzerung besitzt, weil Turmpanzerung hat er nur 20 mm rundherum, Wandpanzerung maximal 55 mm frontal, von der Geschwindigkeit 45 km/h. Ja, er ist nicht unbedingt für die erste Reihe zum aggressiven Aufscouten geeignet. Jeder schießt auf ihn, er ist riesengroß, der Turm sieht irgendwie auch überdimensional aus. Und ich supporte mit ihm so ein klein wenig, das kann er recht gut, bloß für die erste Reihe. Er ist ein bisschen schwerfällig und ja, viel Struktur hat er auch nicht, also von daher, viele mögen ihn nicht. Ich komme mit ihm halbwegs zurecht. Ich behalte ihn mal. Und kommen wir zum nächsten Panzer, zum Emil 2. Ja, der Emil 2. Was soll ich zu ihm sagen? Heavy Tank der Tierstufe 9. Ihr seht am Turm die schrägen und abgewinkelten Seiten. Die sind recht gut gewählt. Er hat eine frontale Turmpanzerung von 215 mm. Sehr guten Waffen, Negativrichtbereich mit 12 Grad. Mit ihm kann man wunderbar an Bergen, Anhöhen, Senken arbeiten oder Schluchten. Nur den Turm rüber gucken lassen. Die Knarre kriegt man schön runter. Und wenn man Frontalbeschuss auf den Turm kriegt, prallt er verdammt viel ab. Ansonsten seitlich der Turm 60 mm und am Heck 30 mm Panzerung. Wandpanzerung nicht ganz so viel, 80 mm frontal, 60 seitlich und 30 am Heck. Aber dank der Bauform vorne, so ähnlich wie die IS-Panzer, hält er an der Wanne schon einiges aus. Aber trotzdem ist er an der Wanne penetrierbar, sprich durchschlagbar mit euren Granaten. Höchstgeschwindigkeit 50 km/h, das lässt sich für einen Heavy Tank sicherlich nicht nur sehen, das ist sehr angenehm. Und er ist ein Autolader. Mittlerer Schaden pro Granate 400. Schadenspunkte 252 Durchschlag. Ja, das ist ganz gut. Und er macht mittleren Schaden die Minute von 1987 Schadenspunkte. Autolader, gut gepanzerter Turm, guten Waffen, Negativrichtbereich, ist recht schnell. Ja, die Kiste hat was. Also, ich mag ihn schon lieber als den Tier 10er, zu dem wir jetzt kommen, zum Kranwagen. Ja, der Kranwagen ist so ähnlich wie der Emil. Von der Kanone her eigentlich die gleichen Werte. Außer, dass er ein klein wenig schneller nachlädt, seine 4 Granaten. 400 Schaden, 252 Durchschlag, 6,01 Feuergeschwindigkeit. Ich habe Waffen rüber, Waffenbrüder drauf, Lüftung, um das Ganze zu beschleunigen. Man kann es sicherlich mit Zusatzrationen nochmal steigern, aber die habe ich nicht drauf. Höhenrichtbereich auch minus 12 Grad, wie bei seinem Vorgänger, aber er macht 2404 Schadenspunkte die Minute im Durchschnitt. Am Turm hat er 10 mm mehr Frontpanzerung, also 225 70 mm seitlich und 37 mm am Heck des Turmes. Die Wandpanzerung hat auch ein klein wenig mehr, und zwar 90 mm.
70 mm seitlich und 37 mm am Heck des Fahrzeuges. Auch bei ihm, bauartbedingt wie bei dem Emil II, prallt schon mal was ab. Aber 90 mm sind nicht die Welt. Aber auch einer seiner Stärken sind halt seine Flexibilität auf dem Gefechtsfeld. Mit 60 km/h kann man sicherlich von links nach rechts flitzen, hier aushelfen, da aushelfen, eine neue Feuerstellung suchen, in Ruhe abdrehen und in Ruhe nachladen und dann wieder ins Showgeschäft einsteigen. Auch wieder Emil, minus 12 Grad, Waffenrichtbereich, sicherlich sehr gut an Schluchten, an Höhenberge, hört sich irgendwie gleich an. Es ist im Grunde genommen ein Emil 2 auf Steroid. Kommen wir jetzt mal zu den Tankdestroyern, die ich da besitze, sprich TDs. Ja, auch da Rudis Resterampe mal in Besatzung zusammengekramt, weil den Panzer habe ich mir dann auch mal wieder gekauft. Er sieht nicht schön aus. Er sieht irgendwie aus wie ein Würfel oder wie so ein Klotz auf Ketten. Aber irgendwie hat er dann wieder schon was. Der ist wieder so hässlich, dass er schon wieder schick ist. Ja, mittlerer Schaden, 240 Schadenspunkte. Je Schuss, 180 mm Durchschlag. Für ein Tier 6er TD, ja, nicht schlecht. Tarnwerte sind natürlich nicht so prall. Feuergeschwindigkeit und Nachladezeiten etc. etc. Wenn ich eine 100% Crew habe, dann wird sich das sicherlich auch verbessern. 10 Grad Waffen, Negativrichtbereich, eigentlich nicht schlecht. Mittlerer Schaden zurzeit 1698, bei einer 100% Crew jetzt auch mehr. Wandpanzerung ist natürlich ein Witz. 15 mm frontal und 10 mm seitlich unterm Heck. Also ich sage immer bei sowas, das reicht, damit das Fahrzeug nicht auseinanderbricht, dass es seine Form behält, aber für viel mehr ist die Panzerung hier nicht zu sehen, kann man sagen. Aber auch hier eine Höchstgeschwindigkeit von 60 km/h. Da kann man doch durchaus mal die Flanken wechseln, da in Stellung gehen, wo man da nicht erwartet wird, weil keiner denkt, man ist so schnell. Oder nachdem man sich vom Feind gelöst hat, eine neue Feuerstellung suchen, wo man nicht erwartet wird und den Gegner aus Entfernung bearbeiten. Das kann dieses Fahrzeug 1:1 Gefecht bei dieser Panzerung schwierig. Ja. Kommen wir mal zum nächsten Tankdestroyer der Schweden, den ich da in der Garage habe. Das ist der SDRV 103-0. Und das ist der Tier 9er Tankdestroyer der Schweden. Ihr seht schon, flachgehauene Kiste. Er hat einen Feuermodus und einen Fahrmodus. Im Fahrmodus ist er 50 km/h schnell vorwärts und 45 km/h schnell rückwärts. Also, wenn ihr vom Feind euch löst oder ausweicht, ihr braucht euch nicht umdrehen. Einfach den Rückwärtsgang rein und Vollgas nach hinten weg. Wenn ihr versucht euch zu drehen, seid ihr nur noch ein Opfer des Gegners, werdet zusammengeschossen. Verzichtet auf 5 km/h statt 50 km/h. Fahrt nur 45, weicht mit 45 km/h rückwärts aus. Ihr müsst ja auch den Nachteil des Feuermodus ausgleichen. Das sind da so 2 Sekunden, die ihr braucht, bis ihr im Feuermodus seid. Und dann müsst ihr ja auch wieder einen kleinen Moment einrechnen, um aus dem Feuermodus rauszukommen, weil im Feuermodus hat er einen Kriechgang, will ich es mal nennen. Da schleicht er nur dahin. Und Struktur 1500 Punkte, hört sich ja gar nicht schlecht an. Wandpanzerung 40 mm frontal, 30 seitlich und am Heck. Hört sich ja nach gar nichts an, diese 40 mm frontal. Aber dank seiner Bauart und Bauform und dieser Winkel, die sie da gewählt haben, prallt verdammt viel frontal ab. Da sage ich mal, absolute Schwachpunkte sind natürlich die Kommandantenluke hier oben. Und für die Leute, die das nur auf Englisch können, Cupola.
Ja, auch ich habe mal ein Fremdwort dazugelernt oder aufgeschnappt, aber ich sage trotzdem Kommandantenluke oder Luke. Wir sind ja schließlich hier in Deutschland, da sprechen wir ja Deutsch. Gut, ab und zu spricht man auch ein paar englische Begriffe in diesem Spiel, hat sich eingebürgert und einige Sachen, Sidescrapping, ja, hört sich cooler an. Hört sich an, als könnte man was. Deswegen benutzen das auch einige Spieler. So eine Fachbegriffe, finde ich. Gut, mittlerer Scharnierschuss, 390 Schadenspunkte bei 308 mm Durchschlag. 308 mm Durchschlag, da braucht ihr fast keine Gold- oder Premium-Munition. Ihr durchschlagt eigentlich fast jeden Panzer hier auf dem Gefechtsfeld. Das ist die Stärke dieser Fahrzeuge. Super Tarnwerte noch dabei. Und wirklich eine Kanone, die hat Power. Feuergeschwindigkeit hier mit Waffenbrüder noch nicht zu 100% fertig. 74%. Und ein Lüfter. Ja, 8,27 Granaten die Minute. Eine Nachladezeit von 7,26 Sekunden. Bei den Waffenbrüder wird es noch besser, wenn ihr noch Zusatzrationen verwendet. Steigert sich das auch nochmal. Also, ich muss sagen, ja, die Kanone, das ist Hammer. 11 Grad Waffen-Negativrichtbereich finde ich sehr gut. Zielerfassung 2,87 Sekunden. Wird natürlich auch mit Waffenbrüder zu 100% auch ein bisschen besser. Aber er haut jetzt schon mal 3.225 Schadenspunkte die Minute im Durchschnitt durch beim Gegner. Also, wenn ihr im Fokus eines dieser Fahrzeuge seid, die schwedischen Tank Destroyer Tier 8, Tier 9, Tier 10, seht bloß zu, dass ihr aus seinem Wirkungsbereich kommt. Weil die können wirklich Schaden raushauen die Minute. Das Einzige natürlich, sie können während der Fahrt und Bewegung fast gar nichts treffen. Sie müssen wirklich in ihrer Stellung stehen und dann sind sie saugefährlich. Also, wenn ihr den als Gegner habt, auf Verdacht notfalls auch mal im Busch reinschießen, aber seht zu, dass ihr euch von diesem Fahrzeug löst und wegkommt. Die machen euch ruckzuck alle. Und wenn ihr das Fahrzeug selber spielt, es ist wirklich ein Tank Destroyer, ein Lauerjäger, weil wollt ihr mit ihm wirklich während der Fahrt treffen, müsst ihr an Gegner auf 10 Meter ranfahren, weil ihr mit dem ganzen Fahrzeug richtet. Also praktisch, ihr müsst schon fast das Kanonenrohr gegen das Scheunentor rammen, damit ihr trefft. Also in Bewegung zu spielen, ganz schwierig, sollte man möglichst vermeiden. Im Notfall geht's schon mal. Ansonsten schöne Stellung suchen, Gegner bearbeiten. Wenn ihr Angst habt, aufgedeckt zu werden, weil der Gegner zu dicht kommt, weicht aus, nächste Stellung, Gegner auflaufen lassen, wieder unter Feuer nehmen. Dann sind diese Fahrzeuge Bombe. Ja, kommen wir zum letzten Schweden. Das ist der STRV 103B. So ähnlich wie bei seinem Vorgänger. Alles. Das Einzigste, er macht 4050 Schadenspunkte die Minute im Durchschnitt. Gut, hier ist auch Waffenbrüder komplett zu 100% da. Auch noch Lüftung. Ansonsten, er hat 1800 Strukturpunkte, 40 mm Frontpanzerung, 30 mm seitlich und am Heck. Er ist auch 50 km/h schnell vorwärts und 45 km/h schnell rückwärts. Braucht auch 2 Sekunden, um im Feuermodus zu gehen und 1,25 Sekunden, um aus diesem Feuermodus rauszugehen. Ja, mit der Waffe so ähnlich. Alles bloß, sie feuert wesentlich schneller. Mit 10,38 Schuss die Minute bei mir bei einer Nachladezeit von 5,78. Und hier vorne, das ist kein Fußgitter, das ist kein Fenstergitter, das sind sogenannte Slats. Slats sind eigentlich, sieht man bei moderneren Panzern teilweise rundherum verbaut. Ja, das sind Gitter, wo Panzer Handabwehrwaffen dran zerplatzen sollen, beschädigt werden sollen, damit sie ihre volle Wirkung nicht entfalten können, sprich,
eine RPG-7, dass der Gefechtskopf vorher deformiert wird, zerstört wird, wenn es hier drauf trifft oder auslöst. Dass die Hohlladung dieser Panzerfäuste, nenne ich es mal in Kürze, ganz einfach Panzerfäuste, dass die nicht wirklich die Hohlladung aufs Fahrzeug kriegen und dort zünden, sondern vorher hochgehen oder so verformt sind, dass sie nicht mehr zu 100% richtig zur Wirkung und Geltung kommen am Fahrzeug. Ja, Schwachpunkte, natürlich auch wieder die Kommandantenkuppel. Interessant vielleicht noch zu sagen wäre, diese Tankdestroyer der schwedischen Armee haben Gasturbinen und einen Dieselmotor und sie sind wirklich für die Taktiken und Verhältnisse in Schweden entwickelt und gebaut worden. Und zwar in der Form, Gegner in den Weiten des Landes auflaufen lassen, Ausstellungssystemen oder vorbereiteten Stellungen, den Gegner beschießen, ausweichen, neu in Stellung gehen, Gegner wieder nachrücken lassen, wieder beschießen, ausweichen. Also in dem Sinne einfach fahrender Packriegel, der aber auch sehr schnell rückwärts ausweichen kann. Und er hat ein hydraulisches Fahrwerk wie sein Vorgänger, mit dem er das ganze Fahrzeug in der Höhe richtet. Seitlich richten tun sie mit der ganzen Fahrzeugwanne und in der Höhe mit der, ja, mit dem Laufwerk, mit dem ganzen Fahrzeug, dadurch, dass er mit der Hydraulik kreuz und quer sich verwinden kann, hochpumpen kann, runterlassen kann. In dem Spiel jetzt nicht angebracht, dass man das benutzen könnte. Er hat vorne auch ein Räumschild, mit dem er seine eigenen Stellung im Schnee oder auch im Sumpfgebiet oder wo auch immer, Sand, sich schieben kann, so ein bisschen Sichtschutz, bisschen teilgedeckte Stellung erschaffen kann, um Gegner wirklich aufzulauern. Gut, das war's mit den Schweden bei dem Burgelcut. Damit möchte ich mich verabschieden. Tschüss, euer Burgelcut.